Kommen wir zu dem nächsten Projekt. Und das war eins meiner Lieblingsprojekte, weil ich das Problem sehr gut kenne. Wahrscheinlich aus der Audience hier kennen das auch einige. Man möchte einen Film schauen mit jemandem zusammen, dann ist es noch relativ einfach, sich abzustimmen. Sobald es mehr als 2, 3 Personen werden, was schauen wir, was wurde noch nicht geguckt, wird die Sache sehr schwierig zu organisieren. Und gerade in der Pandemie war das immer mal wieder schwierig, wenn man dann so remote einfach zusammen einen Film gucken wollte. Welchen Film gucken wir überhaupt? Und nächste Gruppe mit Josephine, Vincent und Mattia, Filmcheck, ist dieses Problem angegangen und ja, die Bühne gehört euch. Wir haben das Projekt Filmcheck. Das ist von Josephine, Mattia und mir, Vincent. Ihr kennt bestimmt alle das Problem, dass man lange braucht, um einen passenden Film zu suchen. Und wenn man dann einen gefunden hat, weiß man nicht, wo man den schauen kann oder für welches Alter der freigegeben ist. Deshalb haben wir jetzt die Website Filmcheck entwickelt, wo man alle Filme leicht finden kann, die Informationen übersichtlich hat und ja. Also das, so sieht die Seite aus und man kann entweder hier einmal bei den Filmen, die vorgegeben sind, einen anklicken oder man kann auch auf Suche gehen. Dort kann man dann verschiedene, zum Beispiel das Genre Action eingeben und dann hier das Alter und dann kann man auf mehr Details gehen und hat dort die Details. Dort ist dann ein Bild, die Handlung, wo es verfügbar ist und ab wie vielen Jahren das ist. Man kann hier auch zu Anbieter gehen und dann kommt man auf hier die Login-Seite von Netflix. Man kann sich auch einloggen und ein Konto erstellen, um dann sich später Filme zu merken, die man vielleicht später schauen möchte. Was haben wir benutzt? Wir haben hauptsächlich HTML, CSS und JavaScript verwendet. Unser Editor war Visual Studio Code. Wir haben, um zusammen zu programmieren, Git und GitLab verwendet. So sieht ein Code von uns aus. Was für Vorteile bietet die Website insgesamt? Man kann die Anbieter sehen, wo der Film hochgeladen ist. Man kann sich Filme merken, falls man die später sich nochmal anschauen möchte oder schauen. Man kann sie easy und einfach die Filme suchen. Was noch geplant ist, mehr Filme, also dass wir es versuchen zu automatisieren, dass die neuen Filme dann direkt automatisch unserer Webseite verfügbar sind. Dass wir es auch fürs Handy verfügbar machen, weil im Moment ist es noch ziemlich verzerrt und Bilder noch nicht so ganz passend angeordnet. Dass man sich die Filme abhaken kann, die man schon gesehen hat und dass man nicht Filme mehrmals sieht und dann feststellt, ich habe den ja schon mal gesehen oder so. Dass man die Filme bewerten kann, dass man die auch höher aufgelistet sind in der Suche oder so. Was wir dafür brauchen, ist eine Datenbank, damit wir die ganzen User in die Datenbank eintragen können und die Filme und da kann man es dann einfacher abrufen und wieder neu reinmachen. Besonderer Dank geht an Felix und Tim, unsere Mentoren, die uns sehr geholfen haben und das überhaupt erst richtig ermöglicht haben und alle, die bei JugendHack mitgemacht haben, damit es auch so ein cooles Event geworden ist und an unsere Eltern, die uns unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war eine gute Idee, sich bei euren Eltern zu bedanken. Ich glaube, habt ihr extra viel Applaus bekommen.